Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Until Dawn. Wir sind jetzt mit Mike auf dem Weg in die Minen, haben eine schön abgesägte Schrotflinte und einen Pfiffi dabei. Ein Wolf in dem Falle. Wobei ich sagen muss, echt zutraulich für einen Wolf. Also, der ist definitiv an Menschen gewöhnt. Scheiße. Okidoki, Mann. Ganz ruhig. Okidoki? Was geht los? Achso, wir können uns jetzt schon wieder bewegen. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Da vorne blinkt wieder was. Hier noch irgendwas? Okay. Schalter. Versuchen wir es. Super. Ah, okay, das ist eine Art Schleuse. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Hier sind überall Fässer. Hier sind überall Fässer. Warte mal. Oh, bei Sam stehen wir auch gut im Feld. Ja, bei Jess auch, aber... Naja. Was interessiert Jess dabei noch, ne? Ich wollte nochmal eben bei den Totems gucken. Das war Todestotem, oder? Nee. Dürfen. Was war das? Gefahrtotem oder? Gefahr. Nee. Ja, schade, aber die gibt's nicht mehr. Wo ist denn das jetzt? Irgendwo hatten wir doch mal was gesehen gehabt mit dem... Oder war das ein Führungstotem? Ey. Das muss das gewesen sein. Ich meine aber irgendwas gehabt zu haben... Auch nicht. Ne, gut. Lassen wir es. Ich dachte, das war's das. Also irgendwie sollten wir das Feuerzeug vielleicht jetzt nicht mehr so nutzen. Zumindest auf jeden Fall nicht, wenn wir irgendwie am Boden liegen oder sowas. Also er hat auf jeden Fall so auf der Seite, auf dem Ellbogen gelegen. Links? Was haben wir da? Gefundener Arzt Dr. W.B. Cascard. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von psychologischen und physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome. Blässe, Hautverfärbung, schwerer Vitamin-D-Mangel. Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Ereignis. Unstetes zwischenmenschliches Verhalten. Gewalt gegen Pflegepersonal. 3 versuchte Tätlichkeiten. Ein versuchter Kratzangriff.
erwartete, aber nicht beobachtete Symptome. Mangelernährung, Skorbut, durchschnittlich BMI nur innerhalb von 3% der normalerweise erwarteten Werte, müssten tot sein. Erfrierung, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereichs. 130 bis 410 Millisekunden. Auf der Rückseite, Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen. Durchschnittlich 2,5 cm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet. Ein Patient hoch knapp 330 Kilo Gewicht. Empfohlenes Vorgehen. Unter strikter Beobachtung halten, Fixierung dringend empfohlen, Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken, Beobachtung rund um die Uhr. Okay. Da war wohl jemand schon zu einem Wendigo verwandelt. Obwohl, es waren ja mehrere, so wie es aussieht. Leute, die Wendigo sind hier drinnen zu Wendigo. Was hängt da? So eine Scheiße. Was ist das? Ein Wolf? Ach du Scheiße. Wo bin ich da nur wieder reingeraten? Alter. Ist das ein Wolf? Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Alter, die können Kratzer in so eine dicken Stahltüren ballern. Oh, warte mal, da ist auch noch was. Was war denn hier los? Lass uns raus, wir verhungern. Das ist Wahnsinn. Wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Okay. Lange durchgehalten hat es derjenige auf jeden Fall nicht. Wenn ich es richtig sehe, 9 Tage. Das hier, was ist das jetzt? Das ist wirklich ekelhaft. In der Reihen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Hund, ein Wolf. Ja. Ziemlich eklig zumindest. Was haben wir hier? Nichts. Hier noch irgendwas? Nö. So, gib mir ein bisschen Gas, Mike. Was? Seht ihr das rechts auch? Ey, der kletterte gerade so ein Viech hoch. So eins hochgeklettert. Ich weiß, das sieht bescheuert aus, wie ich hier hin und her laufe, aber eventuell Anhaltspunkte zu finden, sollte man das gegebenenfalls machen. Wendigos also. Müssen wir hierher? Naja, das geht so weit. Oh, gern. Da hier noch was? Nö, das ist das Teil, oder? Funktioniert noch. Das ist doch so jemand irgendwie auf so einem elektrischen Stuhl oder sowas in der Richtung, oder?
Der war an der Wand. Der ist einfach an der Wand weggeklettert? Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Alte Filmrolle. Das wüsste ich auch gerne. Hier, aktualisiert. Update. Sieht aus wie, wie der Stuhl in dem alten Film. Der zeigt, wie sich ein Bergarbeiter in einen Wendigo verwandelt. Okay. Der Bericht von Dr. Bone weist auf mehrere erhebliche Unregelmäßigkeiten bei. Okay, warte mal. Ist da irgendwo, wo ist das Update? Wo ist das Update? Achso, nee, da gab es jetzt kein Update. Das war nur neue. So. Ein gefesselter Patient scheint sich in eine Art Kreatur zu verwandeln und wird gewalttätig. Er greift die Leute an, die den Film drehen. Okay. Gut, gut. Oh, warte mal, was ist da denn los? Der beste Freund des Menschen. Mike hat einen Freund gefunden. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium. Das war's? Ja, schön. Gut, gut. Hat er gemacht, ja. Ich war Zeuge. Geht's hier jetzt weiter, oder? Weiß nicht, ob wir hierher sollen, oder? Der Weg, der ist so weit jetzt gerade hier in diese Richtung, dass ich mich frage, was da hinten sein soll. Da jetzt der richtige Weg ist oder keine Ahnung. Okay, da ist der Hund und bellt irgendwas an. Dann würde ich tatsächlich vorschlagen, gehen wir hier in die Richtung. Gucken uns hier nochmal eben um. Weil wer weiß, was es hier eventuell noch zu finden gibt. Oh, das. Ist das? Aha. Blackwood Pines, Blackwood Sanatorium. Ärztliche Untersuchung, Patient Nummer 9. Verlauf der Skelett, Borostose. Vertraulich. Okay, Tag 4. Epidermale Depigmentierung. Zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thoraxbereichs. Posttraumatische Kyphose. Hornhaut, Dystrophie und Linsentrübung. Sehschärfe 20 zu 160. Tag 9. Chronische Kyphose. Narbige Alopecia, extreme Performationen der Nasenscheidewand, ektodermale Dysplasie, Anspitzung der Zähne. Okay. Wir haben das hier mit Fotos dokumentiert. Entschuldigt bitte, die Ausdrücke, die habe ich im Vorfeld noch nie gehört und da ist es ein bisschen schwieriger auszusprechen. Scheiße, okay. Setzt sie sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Telogenes Effluvium. Keine Alopezie. Länge der Oberkieferzähne 3,8 cm. Konsistenz bei Hornhautödem. Ödem. Aber Sehschärfe jetzt 20, 22. Epidermale Verhärtung. Hornschicht plus 1,3 cm. Okay. Das nenne ich Hornhaut. Meine Fresse. Da haben wir es wieder. Eine Reihe von Fotos eines Bergarbeiters namens Billy Bates. Wir zeigen eine Verwandlung über mehrere Tage. Zum Schluss ist der Bergarbeiter eindeutig ein Wendigo geworden. Okay. Junge, warum scheint hier Licht durch?
Ich weiß nicht, ob ich dagegen klopfen soll. Irgendwie sträube ich mich ein bisschen davor. Na komm. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das? Heilige Scheiße! Wer ist dieser Kerl? Können wir hier mit Mike sterben? Ich hoffe nicht. Also nur um Hinweise finden. Sorry, Alter. Ja, sorry, Alter. Was zum Teufel? An dem Finder dieser Nachricht. Sie sterben draußen, ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Kann mein Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Okay. Das ist quasi dein Testament, Junge. Ist hier noch was zu finden? Außer dein Testament? Jetzt sind wir schon drin, da können wir auch noch gierig werden, ne? Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt gucken. Was ist das? Was soll das? Warum sind hier so... Okay, das sieht so ein bisschen aus, als hätten das Kinder gemalt oder sowas, aber das sind wahrscheinlich Skizzierungen von, ja, anatomischen Verformungen oder irgendwie sowas. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich gucke noch mal eben ganz kurz in unsere Infos. Da haben wir nämlich noch eine. Und zwar ein Abschiedsbrief, unterzeichnet von Jefferson Bragg. Er hat sich in seinen Schutzraum eingeschlossen und sich vergiftet. Ach, okay, er hat sich vergiftet. Anscheinend beschreibt er eine Art Massaker, draußen stattgefunden hat. Wir haben noch... Ja, das hatten wir. Gut. Aber jetzt wissen wir schon mal den Hintergrund zu dieser Nachricht. Meine Güte, also wir finden noch allerhand, so wie es aussieht. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist... Das ist... Was zum... Ja, genau, was zur Hölle? Was fällt dir da ein? Dummes Drecksvieh. Hallo, Wolfie. Das sieht nicht so geil aus, dass du da so wartest und nach oben guckst und keine Ahnung was. Hier ist wieder so ein Fass liegend. Wolfie? Sollen wir hier... Warte mal, hat der Hund gerade... Was? Nein, das knall ich jetzt nicht ab. Eine scheiß Ratte? Alter. Hä? Wie ist das Scheißvieh? Komm, Wolfie. Alter, ist das der Dude? Geradeaus? Ja, komm. Nee, komm, der kann da nichts machen. Der kann da doch eh nichts machen. Wäre Munitionsverschwendung gewesen, so wie ich das gesehen habe. Oh, fuck. Wobei... Fuck! Nein! Nein. Wie sieht das Ding jetzt aus? Fuck, das kann echt nicht sein. Wo ist unser Wolf? Wester. Oh, fuck. Wieder.
Ja, das haben wir auch erwartet, ne? Das hätten wir wohl gleich noch links gesagt, wa? Keine Ahnung, ob der da durchgekommen wäre, aber den schneiden wir lieber weg. Hey Wolfie. Ist okay. Der ist in Sicherheit, genauso wie wir. Was war das denn? Ach nee. Nicht bewegen. Wird wahrscheinlich wieder kommen, oder? Der sieht mir schon so langsam auf den Boden kehrend auf. Das kann ich mir vorstellen. Bewegen wir es mal mit. Kommt das wieder? Ja. Nein, nicht weil ich das in Erinnerung hatte, sondern einfach weil es klar für mich gewesen wäre. Ach du Scheiße. Was? Ist das eine Flucht, ey? Wow! Ja, komm, diesmal knallen wir rein. Und hört diese Scheiße auf! Scheiße! Das ist ein verdammter Albtraum! Alter! Einer nach dem anderen! An mir ist genug für alle dran! Okay. Verdammt. Ich hoffe, das ist nicht zu blöd, dass wir da die ganze Zeit drauf feuern. Komm, mach die Tür auf. Oh Gott. Nicht gut. Okay. Getroffen. Oh. Was ist das? Na, komm schon. Oh oh. Okay, dann vermutlich da drauf feuern. Ja. Oh wow. Das ist die beste Idee, warum weiß ich nicht? Jetzt ist das kein geschützter Tunnel mehr. Meine Fresse. Jetzt ist aber auch mal gut. Dank an dieser Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Until Dawn.